Hallo und willkommen zurück zu Shaninjas Let's Plays und Hearthstone Heroes of Warcraft. Wir sind bei einem gratis Arena Run der besonderen Art und ja, haben die erste Runde ganz knapp verloren. Und jetzt soll es auch gleich mit der zweiten Runde losgehen. Jaina gegen Jaina. So, das ist zu teuer. Und das brauche ich am Anfang nicht. Den kann ich mir aufheben. Ich habe ja 4 Geheimnisse oder so drin. Perfekt. Zweite Runde den, dritte Runde den rechts. Er hat auf jeden Fall Mulligan gemacht mit 2 Karten. Aber er hat auch diese Mana-Karte. Und könnte jetzt auch schon was Dreiermäßiges spielen. Also entweder ist er gerade nicht da. Doch, jetzt kommt er wieder. Oder er überlegt lange. Na, Zauber? Ja, Münze. Okay. Komme ich erstmal nicht dran vorbei, außer ich greife an und benutze meine Dingsfähigkeit. Hallo? Kannst eh nichts mehr machen eigentlich. So, was mache ich? Die Kombo? Oder die Kombo und angreifen? Wir haben viele Geheimnisse. Asche zu Asche! Asche zu Asche! Okay, das war cool. Kopiert den Diener mit den niedrigsten Kosten in eurer Hand. Nee, das mache ich noch nicht. Ich mache erstmal so. Ich könnte jetzt so machen. Schmelz dahin! Damit mein Vieh überlebt. Mit den niedrigsten Kosten, das wäre die Dings. Oder spiele ich sie? Er wird wahrscheinlich ja nichts mit Ansturm haben. Ja. Nur Schnecke kann ich schaden. Sie ist zwar schnell down, aber wenn er nur starke Karten haben würde, dann würde sie auch die gleich vernichten können. Ich ärgere mich so, dass ich letzte Runde nicht den Meeresriesen gezogen habe. Der Gegner hatte so viele Handkarten. Das wäre jetzt aber auch gut. Ach ne, Meeresriese war für jeden Diener auf das Schlachtfeld, glaube ich. Okay, er macht so. Spiele ich das? Ne, jetzt will ich erstmal sehen, was es damit auf sich hat. Okay, ich habe ein Dings bekommen. Eislanze. So, jetzt wollte er doch bestimmt seine Heldenfähigkeit benutzen. Sonst würde er 4 Damage kassieren, wäre doch doof. Boah, warum muss der so langsam sein? Ja. Cool, ich sehe gerade, das ist sogar ein Zauber, den man entdeckt. Also nicht mal einer ist im Deck unbedingt. Zieht deine Karte, wenn ein Gegner eingefroren ist. Aha. Ruft ihn erneut herbei. Das wäre auf eine andere Karte eigentlich cooler. Aber um erstmal rushen zu können, wäre das ganz nice.
So, wenn der jetzt nämlich stirbt, habe ich ihn gleich wieder. War gar nicht mal so dumm. So, aber jetzt mache ich so. Na toll, davon lohnt sich keiner. Achso, hab mich schon gewundert, aber ich habe ja sie ihn draußen, deswegen ist das umsonst. So, jetzt könnte mal der violette Ausbilderin kommen. Ich habe ein paar Zauber auf der Hand, die ich spielen könnte. Diese Macht ist pure Ekstase. Na, jetzt hat er doch viele günstiger. Das Deck der Wunder ist an sich interessant, aber so richtig vertrauen tue ich der Karte auch nicht, weil da kann halt alles bei rauskommen. So, die brauche ich eigentlich noch nicht. So, ich würde sagen, mache ich so. Der macht 3 Schaden. Wenn ich mit dem aber angreife, dann macht er seine Heldenfähigkeit. Ich könnte aber auch so angreifen. So, ansonsten spiele ich einfach mal den, falls nächste Runde irgendwas Starkes von ihm kommt. Verleiter und Totems. Okay, ich habe keine Totems. Aber es ist ein Zauber für 0. Ah, scheiße. Das hat ihn noch ein bisschen Leben beschert. Zum Dienst. Schon wieder. Der Lichtkönig. Aber ich habe die Dingskarte. Und ich habe einen Meteor auf der Hand. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Zack. Diese Runde geht an euch. Ja, hätte er verloren. 1, 2, 3, 4, 9, 10 Schaden wäre mindestens durchgekommen. So, eine von dieser sonderbaren Quest fertig. Mit dem Kartenziehen. 60 Staub und 60 Gold, sehr cool. Gleich die nächste Runde, das hat ja jetzt nur 8 Minuten circa gedauert. Jaina gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Günstige Karten. Ja, die behalte ich. Aber es ist krass, wie viele Karten ich jetzt noch gar nicht gezogen hatte. Meeresriesen, Maligos. Manche darf ich um 2-mal. So, für 2, ja, mach ich doch mal. Arbeit, Arbeit. Yay, für 1-mal nur 2 Schaden. Sehr gute Karte. Das Licht beschützt mich. Hm?
Dann wird's jetzt die. Ich brauche niemanden. So, die günstigste Karte. Der günstigste Dino ist die Dings. So, was mache ich da am besten? 4 Mana. Schock. Aber der hat 5. Aufgepasst! Für mich allein! Was war das? Erhaltet einen zufälligen Zauber eurer eigenen Klasse auf die Hand, wenn ihr diese Karte zieht. Das ist ja ein böser Effekt. Wo bin ich denn hier rausgekommen? Er hat den also auch. Aber ja, den kann ich nächste Runde mit dem Heilige Pein und dem Feuerschlag oder so weghauen. So. Ja, der ist gefährlicher. Die Karte ist an sich nett, aber ich habe halt Angst, dass 3 gute Karten kommen und dann 2 gute Karten abgeworfen werden müssen. Aber naja, versuchen wir es mal. So, den würde ich nämlich ungern abwerfen wollen. Der ist okay und der ist, naja, auch okay, aber trotzdem ärgerlich. Für mich allein! Der Unterricht beginnt! So, wenn er den jetzt kaputt macht, könnte ich ihn mit einem der 1-1-Diener zerstören. Und meiner lebt noch. Ich frage mich, ob... Na, was fragst du dich denn? Okay, gut gespielt. Gut gespielt. So, aber ich würde sagen, es ist Zeit für diese Karte. Denn hier rausgekommen. So, ich habe noch einen schönen Flächenzauber und einen schönen starken Zauber. Er könnte den nochmal spielen, macht er doch bestimmt auch. Entdeckt einen Dämon, okay. Für Nullen. Was war das jetzt? Befreundet ihn und vernichtet ihn und einen zufälligen feindlichen. Okay. Ja. Dann ist das wohl so. Kampfschrei lohnt noch nicht. Dann mach ich doch wieder so. 4, 6, 8. Ein Eisblock kommt doch immer gut. Ah, okay. Inaktiv heißt auch, ich kann ihn nicht angreifen. Kann sofort die mal... Achso, nee, dann. So, was mache ich jetzt am besten? Das ist kein gültiges Ziel. Ja, habe ich mir gedacht. So, und wenn er kommt... Oh nein, wie ich diese Scheißkarte hasse. So. Ich hätte eigentlich gern den 15 Schaden auf den dann gepackt. Ich glaube, ich sollte es auch vom Damage her machen. Wenn ich es auf ihn mache, würde der nur 3 abkriegen. Und dann müsste ich mit den beiden angreifen, wovon beide sterben würden. Was soll ich nur tun? Aber warte mal, wenn die angreifen, dann ist der doch auch weg. Ich
könnte immer noch den spielen. Das Schlimme ist, dass er... Ach ne, er kann ja trotzdem nur einen angreifen eigentlich. So, 6. Stinkefisch! Leckerfisch! So, nächste Runde kann ich den nochmal spielen. Und dann wird es noch stärker. Oder ich gehe erst auf Blizzard. Weil er dann wieder ein paar mehr neben sich stehen hat, wahrscheinlich. So viele Möglichkeiten. Zug wie üblich eine Karte zu ziehen. Entdeckt ihr eine Karte? Okay, auch nett. So, jetzt wollte ich am besten das machen. Müsste der nicht bei 4 sein? Zauberschaden, Zauberschaden. 4, passt. Okay, wenn ich so mache, sind alle Spotter weg. Dann mache ich noch so und so. Und er ist tot. Perfekt! Okay, eine weitere Folge vorbei.